Willkommen zurück beim Zero Waste Future Festival. An diesem Freitag, der ja kein normaler Freitag ist, sondern es ist der Abfallfreitag. Berlins Antwort auf den Black Friday, jener Tag, an dem Leute begeistert in die Geschäfte stürmen und sich mit billigem Trash und Schnäppchen wieder die Schränke vollmüllen. Und weil wir wissen, dass das natürlich relativ problematisch für unseren Ressourcenverbrauch ist, fragen wir uns, wie kann es auch anders gehen? Können wir auch leben, ohne dass wir unsere Erde und unseren Planeten derartig ausplündern? Tatsächlich ist es ja so, nachdem Menschen sich ihrer Konsumlaune so hingegeben haben, schleichen sie oft mit vielleicht leichtem schlechten Gewissen und vollen Tüten wieder nach Hause und denken sich, ich schuldiger Konsument, ich schädlicher Mensch. Aber wie soll man eigentlich mit einem solchen Menschenbild leben, dass man als Mensch, weil man da ist, weil man konsumiert, eigentlich auf der Welt ist? Also, oder wie kann man sogar noch mehr Menschen in die Welt setzen, wenn man glaubt, dass das eigentlich ein kleines Verbrechen ist? Und hier sitzt die Aktivistin Nora-Sophie Griefan, mit der ich über dieses Thema schon häufiger gesprochen habe. Und sie sagt, so kann ja kein Mensch leben. Wir brauchen ein anderes Menschenbild. Zum Glück hat sie eine andere Idee, wie wir die Welt retten können und trotzdem immer noch auch ein bisschen konsumieren dürfen. Nämlich mit dem Prinzip Cradle to Cradle. Ich freue mich sehr, dass Sie hier bist, Nora. Dankeschön für die Einladung. Und ich möchte natürlich auch Sie zu Hause herzlich dazu einladen, mit uns mitzudiskutieren. Wir sitzen hier ganz gemütlich in der Nochmall, dem Gebrauchtwarenkaufhaus der BSR. Aber Sie zu Hause sind in der Lage, über Ihre Chatfunktion uns Fragen zu schicken oder Anmerkungen zu schicken. Und das kommt direkt in unseren gemütlichen Sessel hier und wird uns aktivieren und wir werden es mit aufnehmen. So. Wir zwei kennen uns schon ein bisschen und zwar muss ich dazu gleich vorab mal verraten, dass im Trendmagazin, deren Chefredakteurin ich bin, es kein Mensch jemals geschafft hat, zweimal aufs Cover zu kommen. Was für eine Ehre. Ja, ich suche das mal raus hier. Das war vor einem halben Jahr, glaube ich. Und welches war das andere? Ja, vor allem in so einem kurzen Abstand hier. Das war, genau, es war gar nicht mal so lange her. Hier. Das sieht man nämlich, wir haben gedacht, das sieht man vielleicht gar nicht so richtig, dass du das zweimal bist, aber aufmerksamen Trendmagazin-Zuschauern fällt es natürlich auf. Und zwar, einerseits, weil du natürlich eine tolle, schöne und kluge Frau bist, haben wir das gemacht, aber auch, weil du natürlich für eine extrem interessante Idee wirbst, die für alle Kreislauf-Fans und Zero-Waste-Fans total wichtig ist. Und das ist Cradle to Cradle. Aber für Menschen, die noch nicht in der Szene sind, wie erklärst du das kurz zusammengefasst? Was bedeutet das eigentlich? Ich fand deinen Anfang irgendwie ganz spannend, weil sozusagen ihr sagt, ihr wollt was sozusagen dem Black Friday entgegensetzen und macht einen Abfall-Friday. Und ich glaube, also sozusagen oft wird das so ein bisschen dann gedacht, ja, wir müssen jetzt doch irgendwie konsumieren können. Und ich glaube, konsumieren können heißt aber nicht dumm sein. Also sozusagen sich die Schränke mit Ramsch voll zu bringen, ist, glaube ich, egal in welcher Form wir wirtschaften und egal in welcher Form wir auch irgendwie produzieren, sicherlich nicht so sinnvoll und ist ja auch etwas, was nicht unbedingt Menschen machen, weil sie jetzt das von sich aus machen müssten, sondern weil sozusagen dahin geworben wird, das sozusagen so zu tun. Also ich glaube, das ist so ein Vorwegschieber. Mhm. Aber ich glaube schon, und da hast du auch recht in deiner Anmoderation gehabt. Ich glaube, dass wir das anders machen können. Und ich glaube, dass wir auch ein positives Menschenbild brauchen, um überhaupt irgendwie ja, existieren zu können auf der Welt. Also ich kann ja nicht in einer Welt leben, wo ich nur davon ausgehe, jeder Mensch ist schlecht. Dann kann ich es auch gleich sein lassen sozusagen. Also das ist ja irgendwie auch traurig so. Und Cradle to Cradle sagt sozusagen ganz klar, wir können Nützlinge auf dieser Erde sein. Wir können auch einen positiven Fußabdruck hinterlassen und wir können die Dinge noch mal ganz anders machen. Und das können wir damit erreichen, indem wir halt nicht mehr Müll produzieren und nicht mehr in dem alten Cradle to Grave, also von der Wiege zur Bahre denken, handeln, sondern indem wir Cradle to Cradle, von der Wiege zu Wiege, alles so produzieren, dass es am Ende Nährstoff für etwas anderes ist. Und Nährstoff für etwas anderes ist sozusagen
Ja, wenn man die Natur anguckt, gar nichts irgendwie Besonderes. Es ist auch jetzt gar keine neue Erfindung und es ist jetzt auch nichts irgendwie Weltfremdes, von dem ich irgendwie hier rede, sondern eigentlich ist es nur der logische Menschenverstand oder auch die Logik der Natur, denn die Natur kennt keinen Abfall. Alles wird immer wieder zu Nährstoff für etwas anderes. Und wenn ich mir einen Baum angucke oder ja, jedes Lebewesen, dann wird ganz viel in Hülle und Fülle produziert. Und das macht die Natur die ganze Zeit. Wenn ich mir irgendwie jetzt im Frühling rausgehe, dann sieht man, wie alles wächst und in Mengen sozusagen Produktion da stattfindet. Aber halt keine Produktion, die anderen schadet, sondern die halt Leben schafft und dann am Ende auch wieder in den Kreislauf zurückgehen kann. Ich hatte kurz im Moment, dass immer, wenn du etwas Positives sagst, jemand eine Klingel drückt da unten, irgendwie von einem Fahrrad, und wenn etwas von der dunklen Seite kommt, kommt etwas vorbeigefahren. Nur an die Zuschauer zu Hause, das sind Umgebungsgeräusche. Ja, auf jeden Fall, es ist also bewerten. Eine Positivklingel. Dankeschön, Sie haben einen Punkt bekommen. Genau. Aber also ich glaube, es geht einfach darum, dass wir sozusagen das nochmal umdenken und dass wir verstehen, dass das Konzept Müll ein menschengemachtes Konzept ist und dass es nicht so sein muss, sondern dass wir die Dinge nochmal ganz anders machen können und dass wir keinen Müll produzieren müssen. Da kommt es wieder. Ding, 100 Punkte. Ja, ich habe mir ein paar Fans mitgebracht, die dann immer klingeln. Genau. Nützling, Nützling, Nützling. Ja, klar, das klingt jetzt genau richtig, dass wir denken, ich möchte eigentlich im Leben ein Baum sein. Aber es klingt halt auch ein bisschen hippie, um ehrlich zu sein, weil es irgendwie bedeuten würde, dass wir halt alles so nur natürlich konsumieren, so als hätte es keine Verarbeitungsschritte irgendwie gegeben. Gibt es diesen Vorwurf? Naja, also das macht ja an sich nicht so Sinn. Ich sage ja nicht, dass wir alles nur, dass wir nur noch Bäume konsumieren sozusagen, sondern ich sage, dass wir halt in der Logik bleiben. Ne? Also dass wir, das heißt sozusagen alles, was wir verbrauchen, muss so sein, dass es in biologische Kreisläufe gehen kann und gar kein, nichts übrig bleibt. Das heißt, mein T-Shirt, was ich wasche, das reibt sich ab und die Partikel davon landen in der Umwelt. Also heißt es natürlich, diese Partikel müssen für biologische Kreisläufe sein und das heißt dann auch wieder in die Umwelt gehen können. Genauso der Autoreifen, der sich abreibt oder die Schuhsohle. Wenn ich aber was nur nutze, das sieht man ja hier in der Noch Mall auch, es gibt so viele Produkte, die nutzen wir und die kann man noch super lang nutzen. Entweder kann man sie lang nutzen, aber man kann sie natürlich auch von vornherein gleich so konzipieren, dass sie gar nicht erst sozusagen am Ende zu Müll werden müssen, sondern dass ich die Materialien wieder auseinandernehmen kann und daraus wieder was machen kann. Und das ist nicht nur irgendwie Utopie oder das ist auch gerade gar nicht unbedingt nur eine Ökoperspektive, sondern das ist ja auch wirtschaftlich sinnvoll, wenn ich weiß, dass ich die Ressourcen nicht verliere, sondern sie wiederbekomme. Wir sind abhängig von vielen Ländern des Südens mit den Rohstoffen und dass wir dann sozusagen die Rohstoffe daher holen, sie dann irgendwie nutzen und dann wegschmeißen, ist eigentlich kompletter Blödsinn, auch in der wirtschaftlichen Perspektive. Das ist ja das Kreislaufdenken im Grunde zu 100% aufgenommen. Ne? Ich wollte darauf hinaus und gesagt, und natürlich gibt es biologische Kreisläufe, das können wir uns sehr leicht vorstellen, das Laub zusammengehakt und dann irgendwie auf den Kompost und das geht wieder darin über. Aber dass wir eben auch hochverarbeitete Dinge wie Metall und so trotzdem weiter nutzen können, solche technischen Kreisläufe, die ja aber trotzdem auch immer Reibungsverluste in irgendeiner Weise besitzen. Es kommt ein bisschen drauf an. Also sozusagen, ich kann einige Materialien, einige Metalle etc. wunderbar eigentlich sozusagen quasi unendlich im Kreislauf führen. Und das, was ich sozusagen da an Abrieb habe, das ist sozusagen in dem Maße sowieso in der Umwelt vorhanden. Das ist nicht das Problem eigentlich. Also ich muss natürlich dafür, damit ich das machen kann, damit ich Dinge wirklich im technischen Kreislauf halten kann, dafür muss ich sie von vornherein dafür designen und direkt mir überlegen, was ist das Nutzungsszenario meines Produktes und dann sozusagen daraufhin das Produkt gleich so konzipieren. Und das Problem ist ja, was heutzutage viel gemacht wird und auch im Recycling, sozusagen im konventionellen Recycling viel passiert, dass wir halt Produkte haben, die sozusagen hergestellt werden. Böse. die Müll produzieren und am Ende überlegen wir uns, was machen wir mit dem Müll. Aber wir setzen nicht am Anfang vom Design an und
denken sozusagen gleich mit, was passiert denn am Ende mit dem Rohstoff, und der ja wertvoll ist und mit dem man ja auch noch was machen kann. Mhm. Was war das erste Produkt, bei dem du dieses Prinzip verstanden hast? Also dass es sozusagen, dass wir eingebettet sind in im Grunde ewige Stoffkreisläufe. Erinnerst du dich daran? Das erste Produkt. Also ich glaube sozusagen, es geht ja einmal um diese Ebene der Kreisläufe. Ich glaube, die Ebene, die davor für mich auch relevant war, ist diese Ebene der Gesundheit von Materialien. Also wir haben halt irgendwie super viele Materialien, die wir nutzen, die nie dafür gemacht worden sind, dass wir sie mit uns in Verbindung bringen, dass sie sozusagen Hautkontakt haben oder dass wir sie auf ihnen sitzen und sie sich abreiben und die Partikel dann in die Luft gehen. Das ist sozusagen, da gibt es so viele Stoffe, die nicht dafür gemacht worden sind. Und ich glaube, das war so das, wo meine erste Sensibilisierung für das Thema auf jeden Fall da war, zu sagen, wie kann es sein, dass wir Stoffe, also Textilien zum Beispiel, produzieren, die nicht für Hautkontakt sind. Das ist ja absurd. Ja. Und dadurch, dass sie nicht für Hautkontakt gemacht sind, sind sie dann meistens auch nicht dafür gemacht, wieder verwendet zu werden. Das geht oft irgendwie dann auch einher damit, weil dann habe ich sozusagen eine Farbe drin, die dann die Bio-Baumwolle vielleicht sogar dazu bringt, dass sie dann nicht mehr biologisch abbaubar ist. Und so gibt es sozusagen ganz viele Materialien, die nie dafür gemacht worden sind, dass sie eigentlich um uns rum sind und dann nie dafür gemacht worden sind, dass wir sie danach in Kreislaufen führen können. Und ich glaube, da sozusagen gibt es hunderte Beispiele von Materialien, die auch jetzt dann von Leuten, die es eigentlich gut meinen, im Kreislauf geführt werden. Also die LKW-Plane, aus der dann eine Tasche gemacht wird, die aber nicht dafür gemacht ist, dass wir sie an unserem Körper tragen, die ausgast, die uns krank macht und die sozusagen dann vielleicht in eine zweite Nutzung noch mal kommt, aber danach ja trotzdem Sondermüll ist und sozusagen das Problem damit von Anfang an nicht gelöst wird und wir nicht von Anfang an die Dinge gleich anders machen und die LKW-Plane gleich anders konzipieren. Das heißt, wenn, also Cradle to Cradle ist ja auch eine Zertifizierung, da gehört dann nicht nur dazu, dass es komplett kompostierbar oder wiederverwendbar ist, sondern es hat auch solche gesundheitlichen Aspekte. Ja, also es gibt noch eine andere Organisation, die kommt aus den USA und die geben sozusagen ein Zertifikat auf Cradle-to-Cradle-Produkte. Und das hat sozusagen fünf Dimensionen. Einmal die Dimension Materialgesundheit, die Dimension Wasserhaushalt, die Dimension Kreislauffähigkeit eines Produktes, die Dimension CO2-Haushalt und was habe ich denn jetzt? Und die fünfte Dimension natürlich die Sozialstandards. Also so. Das ist natürlich auch klar, weil ein Produkt ist kein gutes Produkt, wenn darunter Menschen leiden. Und ich finde sozusagen, das ist immer so ein schönes Beispiel, weil dann reden Leute davon, sie zahlen faire Löhne. Wenn aber die Materialien hochtoxisch sind, mit denen man arbeitet, also wie zum Beispiel Ledergerbung, wo die Menschen in Bangladesch in der Chromsoße sozusagen rumlaufen und dann krank werden, dadurch, dass sie dieses Chrom an ihren Füßen haben, dann hilft ihnen es auch nicht, wenn sie dafür einen Euro mehr bezahlt bekommen, weil sie sterben nach 10 Jahren. Und dann ist das immer noch nicht fair, egal wie viel Geld man dafür bekommt. Deswegen gehört das ziemlich eng zusammen und kann man auch nicht so auf der einen oder auf der anderen Seite nur betrachten. Ist sozusagen ein sehr umfassendes Konzept. Jetzt haben wir aber noch gar nicht darüber gesprochen, was deine Rolle eigentlich in der ganzen Cradle-to-Cradle-Szene ist. Ich denke immer, das weiß bestimmt jeder, aber wahrscheinlich weiß das nicht jeder, was du dir zu deiner Aufgabe gemacht hast. Magst du das noch mal kurz umreißen? Weil du gesagt hast, es gibt noch eine andere Organisation. Ja. Das heißt, was ist dein Platz in der Szene? Ja, ich habe 2012 den Cradle-to-Cradle-NGO mitgegründet. Also wir sind eine gemeinnützige Organisation, ein Verein, der sich dafür gegründet hat, um Bildungsarbeit, Vernetzungsarbeit zu Cradle-to-Cradle zu machen und um ja, das zu machen, was wir jetzt heute auch hier machen, einfach Menschen davon zu erzählen, dass man die Dinge anders machen kann,
ja, anzuregen, die Dinge anders zu machen, aber auch sozusagen politischen Druck zu machen. Das heißt, da Entscheidungsträger überhaupt erstmal dazu zu informieren. Also vielen ist das sozusagen noch gar nicht so klar, dass man das nochmal anders denken kann, weil viele Menschen einfach, wenn sie über Nachhaltigkeit nachdenken, in so einer reinen Reduktionsschiene sind und auch ganz stark, wenn sie aus der wirtschaftlichen Perspektive kommen, in einer Effizienzschiene drin sind und ganz klar sagen, wir müssen alles irgendwie optimieren und weniger Schadstoffe nutzen, um dafür den gleichen Output zu haben. Aber man sieht das beim Auto. Wir haben jetzt Autos, die weniger Treibstoff brauchen, aber trotzdem am Ende immer noch Ausstoß haben und immer noch schädlich sind und halt gerade nicht ganz anders sind. Und dann, das heißt, man muss sozusagen ja darüber nachdenken, wie geht ganz anders Mobilität. Und ich glaube, diese ganzen Aspekte sozusagen überhaupt mal in ein Bewusstsein zu bringen, das ist das, was wir uns als Aufgabe gemacht haben. Wir machen, haben hier in Berlin ein Büro, wo wir mit 20 Kolleginnen und Kollegen sitzen und haben noch 800 Ehrenamtliche, die uns dabei unterstützen in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz und die sozusagen ja konkret Bildungsarbeit auch vor Ort machen, die konkret vor Ort ihre Abgeordneten oder ihre Entscheidungsträger vor Ort ansprechen und das Thema sozusagen auf die Agenda bringen. Und wir machen ja sozusagen auch selber viele Veranstaltungen. Wir haben einmal im Jahr den großen Cradle-to-Cradle-Kongress mit 1000 Teilnehmenden. Wir haben das Cradle-to-Cradle-Lab hier in Berlin, wo wir sozusagen zeigen, was es alles schon an Innovationen gibt, sozusagen ganz viele Beispiele zeigen und einen Plattenbau nach Cradle-to-Cradle saniert haben. Und wir machen Projekte mit Kommunen, das heißt, um sozusagen zu sagen, wie kann sozusagen Stadtentwicklung nach Cradle to Cradle funktionieren und bringen halt an ganz vielen unterschiedlichen Teilen das in die Gesellschaft ein. Und das habe ich 2012 gemeinsam mit Tim Jansen gegründet und leite seitdem die Organisation und treibe sozusagen den Aufbau dieser Organisation voran und treffe mich manchmal mit so Leuten wie dir und erzähle ihnen davon auch noch. Immer und immer wieder. Ja. Ich brauche auch noch ein bisschen, glaube ich. Das wollte ich mich gerade fragen. Also dein Vater, Michael Braungart, hat sich ja, ja mit, also dieses Konzept mit ausgedacht, diese mhm. Denkschule, wie du sie auch nennst. Jetzt kommt sozusagen die zweite Generation und trägt das ein bisschen weiter. Wo auf deinem Zufriedenheitsskala bist du da jetzt? Also wenn man sagt, oh wow, es gibt überhaupt so eine Denkschule, okay. Ja, und wie weit müssen wir noch? Ja, also Cradle to Cradle ist ja daraus entstanden, dass es sozusagen ja die Generation Greenpeace-Gründer gab, die halt dann Greenpeace gemerkt haben, oh, es gibt sozusagen unglaublich viele Umweltzerstörungen, Umweltkatastrophen, die alle sozusagen gesagt haben, so geht es nicht weiter. Die gegen Atomkraft demonstriert haben, die gegen die Dünnsäureverklappung in den Meeren demonstriert haben, über Müll, über Müllverbrennung, über all das, was sozusagen dazugehört. Und die ja sozusagen auch dazu beigetragen haben, dass sozusagen das, was man an sichtbarer Umweltverschmutzung auch direkt behandelt hat sozusagen. Also gegen den sauren Regen, dann jetzt gibt es keinen sauren Regen mehr, gegen den dreckigen Himmel über der Ruhr. Über diese ganzen Dinge sozusagen wurde ja ganz viel auch schon in der vorherigen Generation sozusagen gestritten und dann auch verändert. Und daraus ist dann aber entstanden, dass sie gesagt haben, naja, wir können sozusagen demonstrieren, für dass das so schlecht ist, aber man muss auch Alternativen aufzeigen. Und er hat dann gemeinsam mit anderen da sozusagen mit Unternehmen zusammen daran geforscht und entwickelt, wie man genau solche konkreten Lösungen machen kann. Also konkret den Teppichboden, der die Luft reinigt, oder das Shampoo, was sozusagen nicht mehr ja, schädlich ist, wenn es in den Abfluss kommt. Und all diese ganzen Beispiele sozusagen entwickelt und gezeigt, dass das geht. Und dann halt auch auf wissenschaftlicher Ebene, weil er ist ja auch an der Universität dann das sozusagen erforscht und damit arbeitet mit Studierenden zusammen oder mit Doktoranden und arbeitet sozusagen auf der wissenschaftlichen Ebene auch ganz stark weiter. Und wir haben halt damals dann gesagt, naja, neben dem, das ist sozusagen diese wissenschaftliche Ebene und die
ja, wirtschaftliche Ebene gibt, braucht es ja genau diese gesellschaftliche Komponente und diesen gesellschaftlichen Diskurs, der dann wieder sozusagen zurückgetragen wird und sozusagen eine NGO, die genau das wiederum macht. Weil ich glaube, es ist auch wichtig, dass es sozusagen diese unterschiedlichen Rollen da auch gibt. Und also ich finde schon, dass viel passiert ist, wenn man sozusagen sich das anguckt. Trotzdem bin ich super ungeduldig und denke, es muss eigentlich noch viel mehr passieren und wir müssen viel schneller sein, weil wir haben jetzt nicht mehr ewig Zeit, um das alles noch zu verändern. Wir haben jetzt eine gewisse Zeit, in der wir wirklich diese Transformation schaffen können, und dafür brauchen wir einfach viel, ja, Energie und Leute, die wirklich das jetzt auch umsetzen wollen und die von der Konzeptidee sozusagen dann und auch von den einzelnen Leuchttürmen das schaffen, in die Breite zu kommen und dass es halt in die Masse kommt. Und da wünsche ich mir schon, dass wir das in den nächsten Jahren schaffen, das in die Breite zu bekommen. Warum passiert das denn auch nicht? Also ich meine, es ist doch wirklich, also es ist eine radikale Idee, ja, radikal im Sinne von geht sofort an die Wurzel, ne? Aber wenn es möglich ist, ein nützliches Produkt zu schaffen, warum nimmt man das nicht so nützliche? Ja, ich glaube, es ist teilweise relativ komplex. Also viele Sachen sind ja auch so, weil man sie schon immer so gemacht hat. Auch jetzt zum Beispiel die Diskussion, ich finde es super, dass es jetzt eine Diskussion um den Klimawandel wieder gibt. Aber das ist sozusagen irgendwie in dem Sinne trotzdem erstmal nochmal einfacher zu verstehen in so einem ersten Moment. Und die erste Logik, die einem sozusagen immer beigebracht wird, ist ja, okay, dann müssen wir die CO2-Emissionen reduzieren. Auch hier wird ja gar nicht davon ausgegangen, dass Kohlenstoff doch einfach nur ein Rohstoff ist und am falschen Ort. Also auch sozusagen die ganze Klimadiskussion ist eigentlich eine Rohstoffdiskussion, die überhaupt nicht geführt wird sozusagen. Also wir reden dann über sozusagen die Reduzierung von CO2, aber eigentlich müssen wir doch schaffen, wie kriegen wir es eigentlich hin, ein wirkliches Kohlenstoffmanagement zu machen und den Kohlenstoff im Kreis zu führen. Dann haben wir nämlich nicht ein Problem. Wir brauchen ja Kohlenstoff. Alles ist aus Kohlenstoff. Wir sind aus Kohlenstoff. Sozusagen die meisten Dinge, die wir erschaffen, die um uns herum sind, sind aus Kohlenstoff. Und wenn wir es nicht schaffen, den im Kreislauf zu führen und wieder zu nutzen, sondern ihn in die Luft zu geben, dann ist das eigentlich ein Armutszeugnis für unsere Produktion. Und dann ist das Problem, was dann sozusagen der danach zu sowas wie dem Klimawandel führt. Aber das heißt, wir müssen als erstes eigentlich schaffen, Kohlenstoff als Rohstoff zu sehen und dann auch im Kreislauf zu führen. Es werden wahrscheinlich relativ viele Klimaaktivisten nicht so mit unterschreiben. Warum denn nicht? Also sozusagen, weil es auch wieder so viel Energie braucht, Kohlendioxid zu spalten, um es als Kohlenstoff nützlich zu machen, oder? Naja, also es ist ja sozusagen erstmal in der Produktionsform, wie wir sozusagen, wir bringen es ja erstmal in die Luft. Wir können ja dazu sorgen, dass es gar nicht erst in die Luft gelangt. Und ich glaube aber auch, dass sozusagen wir gar keine andere Chance haben, als darüber zu reden, dass wir den Kohlenstoff aktiv auch zurückgewinnen müssen. Also das geht dabei mir nicht darum, den irgendwo in die Erde zu verpressen und sozusagen irgendwie wieder neue Gasfelder sozusagen daraus zu machen, sondern mir geht es wirklich aktiv darum zu sagen, das ist ein Rohstoff. Und wie kann es sein, dass ich diesen Rohstoff irgendwo aus der Erde nehme und dann nicht im Kreislauf führe sozusagen. Das heißt also alles, wenn wir über sozusagen Biokunststoffe etc. reden, das ist ja alles Kohlenstoff. Und auch da kann man sozusagen den Kohlenstoff ja aus erneuerbaren Stoffen sozusagen gewinnen, aus Pflanzen zum Beispiel, oder man holt ihn halt aus der Erde, im Öl. Und das muss ja nicht sein. Also wir können ihn ja sozusagen gleich so in der Zeit zirkulieren lassen, in der wir da auch die Möglichkeit haben. Weil wir schaffen es als Menschen nicht so schnell, wieder Erdöl daraus sozusagen zu machen und ihn da wieder dann zurückzubringen. Also ist das nicht die richtige Form, Bei den fossilen Brennstoffen ja, auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt, wie man CO2 wieder zurück in Kohlenstoff, also ich bin jetzt nicht so die Hyperphysik-Leuchte, aber ich dachte mal, es gibt diesen Energieerhaltungssatz, ja, also es geht zwar immer in eins ins andere über, aber wir sind sozusagen nicht in der Lage, wenn es einmal zu thermische Energie verwandelt ist, es wieder zurückzuführen. Aber es ist ja kein thermisches, Kohlenstoff bleibt Kohlenstoff. Also es geht aber wenn es in Form von CO2 ist? Ja, ist ja trotzdem also Kohlenstoff. Gibt es dafür schon Beispiele? Ja, also es gibt ja jetzt schon sozusagen mehrere Startups, die aus CO2 zum Beispiel Kunststoffe herstellen. Ja. Aber man muss es ja auch gar nicht dazu kommen lassen sozusagen. Also ich meine das eher, es ist doch schon ein falsches Kohlenstoffmanagement, wenn man es irgendwo hinbringt, den Kohlenstoff, wo er eigentlich nicht hingehört und wo wir ihn momentan nicht rausbekommen. Dann ist es ja schon keine Kreislaufführung. Aber das heißt, es reicht mir nicht, dann das zu reduzieren, sondern ich muss doch gleich den Prozess nochmal neu denken und gleich mir überlegen, wie kriege ich das eigentlich hin, dass das gar nicht so erst entsteht. Mhm.
Also wie, und ich meine, ich sozusagen auch das Beispiel, ich finde sozusagen unsere Agrarwirtschaft zeigt das so gut, wir bauen sozusagen aus unseren Böden, wir bauen irgendwie Pflanzen an, laugen unsere Böden aus, dabei könnten die Böden eigentlich Kohlenstoffsenke ohne Ende sein und schaffen es aber nicht, unsere Nährstoffe wieder zurückzubringen, sei es den Kohlenstoff, aber auch nicht alle anderen. Also sowas wie Phosphor ist ein Rohstoff, den jede Zelle braucht, um zu leben. Und wir bringen diesen Phosphor aber nicht zurück. Und selbst das tollste Bio ist nur Bio, wenn wir nicht dabei sind als Menschen, wenn wir nicht mitgedacht werden in dem Kreislauf. Und das sozusagen sieht man an, also sozusagen von der Landwirtschaft, über die Produktion, über sozusagen den Konsum, an allen Stellen kann man sehen, dass sozusagen nicht in diesem Kreislauf gedacht wird, obwohl das eigentlich das Natürlichste der Welt ist sozusagen und das jedem beigebracht wird, jedem Kind erstmal, es muss irgendwie Müll mit Müll umgehen, dass es das Konzept Müll gibt, obwohl das eigentlich nicht natürlich ist. Das heißt, man muss wirklich versuchen, ganz davon wegzukommen, zu sagen, irgendwo. Also es ist wirklich Zero Waste im klassischen Sinn, dass man sagt, es gibt das gar nicht. Weil aber alles wenn du Zero Waste sagst, dann denkst du ja schon an Waste. Und dann bist du ja schon in dem Waste-Konzept. Ja. Und also sozusagen, ich finde, da sind ja viele tolle Ideen von Menschen, die jetzt sagen, oh, wie gehen wir jetzt gerade damit um? Aber ich glaube, wir müssen es schon schaffen, nochmal einen Schritt zurückzugehen und gerade halt nicht nur über Zero Waste zu reden oder nicht nur über die Reduktion unseres Mülls zu reden, sondern wirklich versuchen, wie schaffen wir es, dass wir gar nicht erst in diesem Konzept sind. Ja, okay, und du sagst ja sogar, wenn wir noch Nützling sind, dann würde das ja auch positive Emissionen bedeuten. Also der Teppich, der die Luft reinigt. Der Baum sozusagen stellt ja auch positive Emissionen dar. Kein Baum ist irgendwie, hat Zero Emission, sondern jeder Baum ist positiv, der nutzt das CO2, um daraus Leben zu produzieren und Sauerstoff für uns bereitzustellen. Und auch CO2 ist an sich ja gar nicht ein Schadstoff, sondern wird ja gebraucht von Bäumen zum Beispiel. Es kommt da ja nur auch auf die Menge drauf an und auf das Wie. Und wenn ich das sozusagen richtig mache und gleich mir überlege, okay, wo gehört was hin, dann komme ich gar nicht dazu, dass ich sozusagen am Ende irgendwas reduzieren muss. Für diese gewaltige Vision braucht es ja wahrscheinlich unfassbar viele Designer, Ingenieure. Oder wen und was braucht es, damit aus der Denkschule eine Handelsschule wird? Naja, ich glaube, es braucht schon die Experten, die das dann auch machen, weil sozusagen gerade auch in der Zero Waste Community sind gehen viele davon aus, dass sie das alles selber machen können. Und ich glaube, es gibt bestimmt tolle Leute, die das auch können, die auch super viel wissen und dann sehr viel auch selber anwenden können. Ich glaube aber, die meisten Menschen können das nicht. Die meisten Menschen sind Experten auch vielleicht für andere Sachen. Die sind vielleicht Pädagogikexperten oder sozusagen, was es noch alles für Experten und Expertinnen gibt. Und man kann ja nicht sozusagen einfach alles wissen. Das heißt, ich glaube schon, dass wir es brauchen, dass wir sozusagen unsere Produkte umgestellt bekommen und dass wir auch als jemand, der was kauft, davon ausgehen können, dass wenn ich das kaufe, ich mich nicht erst informieren muss, ob das okay ist, ob das in Kreisläufe gehen kann, sondern das muss eigentlich der Standard sein. Und dafür brauchst du dann natürlich an der Stelle die Leute, die, wenn sie ein Produkt herstellen, das auch wirklich machen, das mitdenken. Leute, wir brauchen Designer, die nicht nur sozusagen sich als Verschönerer sehen, sondern die sagen, ich sehe das als umfassendes Design und mache das von vornherein. Wir brauchen Bauingenieure, die verstehen, welche Materialien kann ich in einem Gebäude einsetzen und das an der Stelle nutzen. Wir brauchen Leute, die sozusagen Produkte herstellen, die das sozusagen auch für das Produkt dann wissen. Und das heißt natürlich, brauchst du da auch in der Bildung ganz viel. Und das ist ja auch was, warum wir zum Beispiel versuchen, da sozusagen mehr auch im Bereich Bildung zu machen, um denjenigen, die das dann sozusagen können müssen, das auch als Rüstzeug mitzugeben. Hier kommt nämlich auch eine Frage von Thomas Kleber. Wo kann ich als Designer, also scheint Designer zu sein, juhu, Cradle to Cradle lernen? Gibt es Workshops oder Schulungen oder Vorlesungen an Unis? Also es gibt sozusagen jetzt schon einige Unis, die das auch machen. Und sozusagen, also ich unterrichte zum Beispiel selber auch an der TU hier in Berlin. Und sozusagen, da gibt es sozusagen
einige Kurse und auch andere Professoren und Menschen, die sozusagen einzelne Sachen machen. Wir machen immer wieder sozusagen auch spezielle Formate als Cradle to Cradle NGO, um das sozusagen für spezielle Gruppen auch näher zu bringen. Und ich glaube aber schon, und das ist auch was, wo wir sozusagen jetzt die nächsten Jahre vermehrt dran arbeiten wollen, dass es wirklich konkrete Studiengänge auch braucht, konkrete Weiterbildungsgänge genau für die einzelnen Rollen sozusagen, um dieses Wissen dann noch stärker zu verankern. Ich glaube aber am Anfang, das Erste ist einfach erstmal seinen logischen Menschenverstand zu nutzen und die Sachen alle nochmal zu hinterfragen und selber zu sagen, naja, wenn ich hier auf einem Sofa sitze, ist das dafür gemacht, dass ich da drauf sitze und irgendwie nervös hier bei Greta bin und dann irgendwie die Partikel abreiben und deswegen dann dies in die Luft geht. Ist das dafür gemacht für den Innenraum? Und ist das T-Shirt, was ich trage, dafür gemacht, dass ich es auf der Haut trage? Und das muss ich gar nicht selber beantworten können, sondern ich kann ja einfach erstmal die Fragen stellen und damit treibe ich ja Wandel auch ganz stark voran. Ich erinnere mich daran, es war, glaube ich, eines so der, weiß ich nicht, ob der ersten C2C-Produkte, aber so diese essbaren Flugzeugbezüge. Damit wurdest du bestimmt unglaublich oft konfrontiert, oder? Wer will denn Flugzeugbezüge essen? Aber so in der Sache, Dinge, die man essen kann, sind prinzipiell erstmal, also ist eine gute Richtschnur. Ja, also das, die Kritik sozusagen ist dann zu sagen, ja, wenn das ganze Flugzeug nicht Cradle to Cradle ist, was hilft denn die Bezüge, die Cradle to Cradle sind? Und das ist ja auch richtig. Also es geht aber ja nicht um das Flugzeug, sondern es geht auch nicht darum, dass der Bezug im Flugzeug ist, sondern es geht darum, dass man natürlich, so wie ich das gerade sagte, einen Stoff, auf dem man sitzt, der sich abreibt, da gehen Partikel in die Luft, der muss so gemacht sein, dass er für biologische Kreisläufe gemacht ist. Und das heißt, ich könnte ihn auch theoretisch essen. Auch dieser Flugzeugbezug ist nicht so, dass ich jetzt den jeden Morgen in mein Müsli mache, weil er so lecker ist. Aber er schadet mir nicht, wenn ich es tun würde. Und das ist genau die Perspektive sozusagen darauf. Das ist auch sozusagen das Argument, wenn mir dann jemand sagt, na, wer will denn ein kompostierbares T-Shirt? Kompostiert mir das da unter den Achseln weg oder so? Darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, wenn es kompostierbar ist, also für einen biologischen Kreislauf gemacht ist, dann heißt es, dass es gut ist, auch auf der Haut zu tragen, dass es da nicht schadet. Und dann heißt es auch nicht, dass ich es einmal tragen muss und direkt auf den Kompost schmeißen muss, sondern dann heißt es nur, dass die Fasern, die sich davon abreiben, in biologische Systeme, also in der Waschmaschine, kein Problem machen, wenn sie dann ins Wasser gehen. Das heißt, dass wenn ich dann sozusagen das T-Shirt irgendwann nicht mehr nutze, ich theoretisch die Baumwolle auch noch mal recyceln kann, und natürlich auch nochmal nutzen kann, aber wenn ich sie dann nicht mehr nutzen möchte oder nicht mehr nutzen kann, es wieder zurück in ein biologisches System gehen kann und das heißt zum Beispiel als Torfersatz verwendet werden kann in der Gärtnerei oder an anderen Stellen und dann wieder in den biologischen Kreislauf geht. Apropos Gärtnerei, Wunder Wichmann Zahn fragt, ist der Ansatz der Permakultur dem Gedanken des Cradle to Cradle sehr nahe oder sogar gleich? Ja, also ich würde sagen, wenn man sozusagen so die Landwirtschaft betrachtet, wie sie momentan ist, dann ist das sehr linear und dann ist das sehr stark ein, wir nehmen irgendwas aus der Erde und bringen ja nichts zurück. Und da sozusagen zu sagen, wie schaffen wir Systeme, die sozusagen Boden aufbauen, die sich gegenseitig auch befruchten, die dazu beitragen, dass man sozusagen in Symbiose auch funktioniert, das würde ich auf jeden Fall sagen, dass das sehr viele Überschneidungen hat, auf jeden Fall. Weil du hast es jetzt so ein bisschen gesagt, es braucht eigentlich Experten und der Mensch soll doch eigentlich in Ruhe auf seiner Couch sitzen können und sich sicher sein, dass die Chipstüte, die er hat, irgendwie nicht schädlich ist, sondern dass sie wieder in den Kreislauf zurückkommt. Ist da die Anfälligkeit für Greenwashing nicht leicht da? Ja, also momentan auf jeden Fall. Und das ist ja auch so. Also irgendwie auf allem Möglichen steht irgendwas nachhaltig dran oder grün oder irgendwas. Und das kann der Konsument heute nicht unbedingt erkennen. Aber das ist ja jetzt auch schon so. Also es ist ja jetzt so, dass man kann es nicht erkennen. Dann gibt es irgendwelche Bioländer oder was auch immer, was noch nicht mal was mit Bio zu tun hat. Es gibt also sozusagen irgendwelche natürlichen Materialien, wo du sagst, was ist jetzt natürlich, nur weil es halt, also wenn ich Blei aus der Natur nehme, dann ist das auch natürlich, aber das ist jetzt trotzdem nicht so gesund, das irgendwie auf meinen Dingen zu haben. Also sozusagen, ich glaube, da passiert jetzt schon viel, was sozusagen als irgendwie mit solchen Überschriften sozusagen daherkommt. Jeder sagt irgendwie, ich mache irgendwas Nachhaltiges, sei es ich schreibe einen CSR-Bericht für mein Unternehmen.
Ich glaube schon, dass wir deswegen auch sozusagen wirkliche Regularien auch dafür brauchen und dass wir sozusagen, dass die Politik da gefordert ist. Aber ich glaube an der Stelle zum Beispiel, dass die Politik erstmal gefordert ist, die ganzen schädlichen Subventionen abzuschaffen. Also momentan wird die Agrarindustrie subventioniert, so wie sie jetzt läuft, in einer linearen Ökonomie. Es wird momentan bezahlt dafür, dass man Kunststoff aus, also es gibt eine Subvention quasi dafür, dass wir Kunststoff aus Rohöl herstellen, weil darauf gibt es keine Mehrwertsteuer. Auf dem Rezyklat wird Mehrwertsteuer erhoben. Das heißt, allein darüber ist es schon 20% teurer. Und sozusagen da gibt es so viele Dinge, wo sozusagen quasi so negativ Subventionen an sich schon da sind, die man schon mal alle abschaffen müsste. Und dann wird sozusagen immer so getan, als wenn wir leben hier in einer sozialen Marktwirtschaft, also die ist weder sozial noch Marktwirtschaft. Also da ist irgendwie nichts, weil wenn wir die Marktwirtschaft wirklich ernst nehmen würden, dann würden wir die realen Preise zahlen, dann würde derjenige, der die Kosten verursacht, die Kosten auch bezahlen müssen und nicht am Ende sozusagen für die Gewinne privatisieren und die Kosten verallgemeinern. Das heißt, das ist schon mal sozusagen irgendwie weder sozial, noch ist es eine wirkliche Marktwirtschaft. Und wenn man sagt, man macht die echten Preise auf ein Produkt, dann ist auf einmal ein Cradle-to-Cradle-Produkt viel günstiger als das herkömmliche Produkt. Mhm. Und dann lohnt sich das auch für jeden, das so herzustellen, und ist sozusagen gar nichts, was man jetzt groß irgendwie fördern muss, sondern dann macht es sozusagen für denjenigen, der das so macht, schon Sinn. Und ich glaube, viele Unternehmen merken es jetzt schon, dass es Sinn macht, so zu produzieren, und merken auch jetzt schon, dass sie darüber eher im Vorteil sind. Es muss halt erstmal passieren und es muss auch viele Leute, die sozusagen eine Mentalität von das habe ich schon immer gemacht, vielleicht erstmal müssen die vielleicht erstmal in den Ruhestand gehen, bis das dann sich wirklich mal umsetzt. Das ist vielleicht so. Juhu, Generationswechsel, haben wir ja schon angesprochen. Ja, es gibt viele, also ich meine, es gibt gerade ganz viele junge Unternehmerinnen und Unternehmer, gerade aus Familienunternehmen zum Beispiel, die sagen, na, warum soll ich jetzt dieses Familienunternehmen übernehmen, um dann irgendwie noch mehr Geld zu verdienen? Was bringt das? Also es gibt gerade so viele Menschen, die irgendwie auch dieses Thema Purpose ja so ganz hoch setzen und sagen, na, wenn ich was mache, dann muss das irgendwie auch einen Sinn machen. Und dann muss das sozusagen auf der einen Ebene auch auf der Business-Case-Ebene einen Sinn machen. Aber ich kann auch nicht einfach nur noch weiter Blödsinn machen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Mhm. Hier fragt Lor Galm, ich bin sehr begeistert von dem Prinzip und dem Gedanken Cradle to Cradle, möchte gern mehr erfahren und mich eventuell einbringen. Wie kann ich mich als Studentin, da haben wir es, Generationswechsel, wie kann ich mich denn als Studentin in Berlin da einbringen? Leider bin ich nicht an der TU und weiß nicht, ob ich online Zugriff auf die Vorlesungen der NGO habe. Also es gibt immer noch für jemanden, der jetzt sozusagen gerade wirklich einsteigen will, ich mache gerade diese Vorlesung, man kann als Nebenhörer da auch mitmachen, muss man sich sozusagen einfach nur bei dem Institut melden. Das ist an sich kein Problem, aber es gibt auch noch viele, viele, viele andere Möglichkeiten mitzumachen. Man kann unter anderem sozusagen in einer der Regionalgruppen aktiv werden selber. Man kann einfach sozusagen da im Austausch treten. Das heißt, man kann sozusagen einerseits anderen Leuten davon erzählen, aber in dem Moment, wo man sich in so einer Gruppe auch trifft, hat man ja ganz viele Möglichkeiten auch zu lernen, auch voneinander zu lernen. Man kann eine der unzähligen Veranstaltungen, die wir so anbieten, besuchen und sozusagen sich da auch mit einbringen. Man findet bei uns auf der Webseite c2c.ngo einen Veranstaltungskalender, wo man sozusagen auch sozusagen alles an Veranstaltungen. Wir machen zum Beispiel jetzt auch in 2 Wochen eine Veranstaltung mit der Naturschutzstiftung Berlin und auch mit der jemand von der BSR ist auch mit dabei, auch zum Thema Kreislaufstadt Berlin und sozusagen Cradle to Cradle in Berlin. Also es gibt sozusagen ganz viele Dinge, wo man mehr lernen kann und wo man sich auch reinklicken kann. Das ist auch schon mal richtig schön. Hier gibt es jetzt auch noch eine richtig schwierige Frage. Die sind immer die besten. Schwierige Fragen sind schön, sonst wird es ja langweilig. Genau. Also haben Sie denn, also die Frage kommt von Tao Bui.
Haben Sie Empfehlungen für Produkte, die einen kurzen Lebenszyklus haben? Zum Beispiel, das finde ich ein gutes Beispiel, Performance-Kostüme für Tanzen oder Theater. Super. Besonders da versucht man immer Kosten zu minimieren, deswegen ist es schwierig, C2C-Textilien zu verwenden. Aber warum ist das schwierig? Also ich meine, man kann ja natürlich Sachen auch danach wieder umnutzen oder also man kann ja ein Textil machen und daraus dann danach ein anderes Textil machen. Ich glaube, das Beispiel ist vielleicht sozusagen insgesamt ein bisschen speziell, aber sozusagen, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist bei der Frage immer darauf einzugehen, ich hatte ja gesagt vorhin schon das Nutzungsszenario und oft wird ja sozusagen als nachhaltige Antwort immer geantwortet, naja, es muss möglichst langlebig sein, damit man irgendwie was nutzen kann. Und ich glaube, das ist gerade nicht der Fall. Also es kann sein, dass für manche Dinge Langlebigkeit gut ist, aber Langlebigkeit ist nicht per se gut. Ketzerin. Wenn ich halt ein Material habe, also sozusagen auf einer, ich bin Umweltwissenschaftlerin, sozusagen, wenn ich mir sozusagen die chemische Perspektive angucke, dann sind Materialien, die langlebig sind, oder Chemikalien, die langlebig sind, oft die, die ich am Nordpol finde, die ich in der Muttermilch finde, die an ganz vielen Stellen sind, wo sie eigentlich nicht hingehören. Okay. Und das ist, weil sie langlebig sind. Und das will man eigentlich sozusagen gar nicht unbedingt. Wer will die Chemikalien in der Muttermilch finden, wer will sie am Nordpol finden? Das heißt, das kann nicht erstmal das erste Ziel sein, sondern das erste Ziel muss eigentlich sein, zu sagen, wo verwende ich das? Und wenn es irgendwo landet, wo es sozusagen schnell in die Umwelt gelangen kann oder auch wo wir dem schnell ausgesetzt sind, dann muss es gerade kurzlebig sozusagen sein. Okay. Und das heißt, an der Stelle, der Autoreifen ist optimiert darauf, möglichst langlebig zu sein. Mhm. Früher waren die Autoreifen sozusagen ganz, ganz schnell abgerieben gewesen. Und dann hat man das als nachhaltige Innovation gefeiert, dass sie jetzt langlebig sind. Aber dieser Abrieb von dem Autoreifen ist mittlerweile so fein, dass er den großen Teil des Feinstaubs in unseren Städten darstellt. Mhm. Ja, und auch Mikroplastik, Und dass er sozusagen am Ende dann auf dem Boden landet und sozusagen in unsere Kanalisation kommt und dass er über 40% des Kunststoffeintrags in den Meeren, die wir in Deutschland verursachen, sozusagen darstellt. Und da merkt man, das ist falsch gedacht. Das ist halt dann langlebiger Kunststoff im Meer. Das ist nicht so geeignet. Das heißt, an der Stelle bräuchte man doch ein Material, das wirklich schnell sich abbaut und das heißt, ja, dann brauche ich einen Autoreifen, wenn ich meine, ich komme sozusagen zu dem Schluss, irgendwie ein Auto brauchen zu müssen, das dann zum Beispiel mit einem Coating versehen ist, was ich einmal im Jahr neu bestreichen muss, was extra dafür gemacht ist, dass es sich gut abreiben kann und gut dann auch in die Umwelt gelangen kann. Das heißt, bei Theaterkostümen sollte man vielleicht eher gucken, dass man ein Coating oder verschiedene Elemente, die gewechselt werden können, und die dann in andere Sachen wieder übergehen. Ja, oder ich bleibe halt im klassischen Recycling und kann dann sozusagen die Materialien wieder verwenden. Da kann ich ja auch ganz einfach sozusagen mit modularen Ebenen arbeiten und versuchen sozusagen damit zu arbeiten. Oder ich sage, okay, ich brauche jetzt wirklich was irgendwie direkt abgewaschen werden muss. Und dann muss ich aber halt auch ein Material dafür nehmen, was dafür geeignet ist. Und halt nicht dann langlebig ist. Mhm. Und ich glaube, das ist halt wichtig, diese Komponente des, ob es langlebig sein muss eigentlich an der Stelle. Das ist natürlich gerade für die Textilwirtschaft, ich glaube, die ist immer so ein kleines Problemkind. Mhm. So, aber auch super wichtig, weil Materialgemische und so auch verwendet werden und die Fasern da sozusagen nicht mehr ganz so viel da sind. Es gibt auch noch, ich sage es jetzt mal, die letzte Frage, die wir noch hier mit reinnehmen. Bei dem Gedanken an textile Kreislaufwirtschaft stoße ich immer wieder auf das Dilemma zwischen der Umsetzung nachhaltiger Produkteigenschaften und dem Produktnutzen, den die Bekleidung erfüllen soll, zum Beispiel Workwear, Sportswear. Was wäre der C2C-Ansatz, bis die Technologien und alternativen Faserrohstoffe im großen Maßstab zur Verfügung stehen? Also gerade im Bereich Workwear gibt es zum Beispiel schon tolle Cradle-to-Cradle-Alternativen auch. Es gibt zum Beispiel einen Stoff, der wird jetzt auch eingesetzt für ganz viel also Workwear, ganz viel Kleidung in den Krankenhäusern und sozusagen muss strapazierfähig sein. Und das ist quasi ein Kunststoff, der aber biologisch abbaubar ist am Ende. Und der dann halt sozusagen super strapazierfähig ist, aber die Partikel, die abgehen beim Waschen, sind für den Kreislauf geeignet. Und der auch super im Kreislauf gehalten werden kann,
Das heißt, momentan mache ich so ein Märchen auf und erzähle irgendwie, ich mache aus PET-Flaschen irgendwelche Kleidung und sage dann, feier das. Also vor 30 Jahren hat man auch schon aus PET-Flaschen Fleece-Pullis gemacht. Das ist auch eigentlich nichts Neues. Und jetzt feiert man das gerade so, aber es gibt eigentlich schon Stoffe, mit denen man das genau machen kann. Also es gibt wirklich einen Stoff, der aus dem hat ein Unternehmen eine Strumpfhose hergestellt, das andere Unternehmen hat daraus eine Trinkflasche hergestellt, das nächste Unternehmen macht daraus Workwear und es kann auch genauso wieder zurückgehen und dann auch wieder für das andere Szenario eingesetzt werden. Und wenn sozusagen, wenn wir da dran sitzen und mehr solche Stoffe verwenden, dann hat man ja sozusagen damit auch eine große Möglichkeit an Kreislauffähigkeit für diese Produkte. Das klingt aber mal optimistisch. Das ist wunderschön, hier in unseren Märchensesseln sozusagen die neue Geschichte, die anfängt. Aber nicht, das ist kein Märchen. Nee. Also das Ding ist, ich finde es halt so wichtig, es gibt schon so viele Beispiele. Es gibt sozusagen die ganzen Beispiele im Baubereich, die haben wir auch bei uns im Cradle to Cradle Lab gezeigt. Es gibt super viele Textilbeispiele schon und es ist gerade nicht so eine Utopie oder irgendein Märchen für die Zukunft, sondern das ist jetzt schon möglich und wir müssen es nur machen. Dann müssen wir es jetzt halt machen. Ich glaube, deine Kurse an der Uni werden einiges an Zulauf jetzt erfahren nach den flammenden Worten. Nora-Sophie Griefan, ich danke dir sehr, ich gedenke dir sehr für deine klugen und Worte und natürlich auch den Einsatz, den du machst für die Kreislaufwirtschaft. Und vielen Dank auch für die klugen Fragen und die Aufmerksamkeit. Sie können alle Beiträge sich auch noch auf der Seite weiter angucken, die Sie vielleicht verpasst haben. Und auch die Pecha-Kutscher-Vorträge sind sehr inspirierend. Gerne reingucken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.